Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Treffpunkt Hoffnung heute Morgen. Egal, ob du jetzt hier sitzt, bei uns hier im Gebäude oder ob du am YouTube-Channel sitzt und dir das anguckst, wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Und zwar im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich total, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich bin echt immer wieder neu begeistert, wie sich Menschen hier einbringen, wie Menschen Gott sich zur Verfügung stellen und wie Gott durch Menschen zu mir, zu uns spricht. Und doch hat man so in den letzten Wochen so ein bisschen den Eindruck von und täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wo ein Mann immer wieder aufwacht und in der gleichen Situation ist. Und das Drumherum, was wir gerade so erleben, das ist so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Und man weiß nicht, wie die nächsten Wochen aussehen werden. Es ist irgendwie immer so eine Anspannung da. Und das kann, glaube ich, dazu führen, dass wir Frust entwickeln, dass wir vielleicht die Hoffnung aus dem Blick verlieren, dass wir vielleicht so ein bisschen die Kraft verlieren, nach vorne zu gehen, voranzugehen. Und genau um dieses Thema wird es heute gehen. Matthias wird heute zum Thema Akku leer predigen und der Bindestrich oder nach dem Gedankenstrich kommt dann, wie tanke ich neue Kraft? Und vielleicht ist es genau das Thema für dich heute Morgen oder heute Nachmittag, heute Abend. Vielleicht ist das genau das, was Gott dir heute sagen möchte. Vielleicht fühlst du dich gerade so, als wenn deine Akkus leer sind oder du hast das Gefühl, das könnte in den nächsten Wochen passieren. Und vielleicht möchte Gott dir genau durch diesen Gottesdienst, durch diese Predigt, durch die Lieder etwas sagen, wie du wieder auftanken kannst. Und ich würde gerne zum Anfang des Gottesdienstes beten und uns in Gottes Präsenz führen. Vater im Himmel, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du jeden Menschen so sehr liebst und jedem die Möglichkeit gibst, ja, zu dir zu kommen und Kraft zu tanken. Ich möchte dich wirklich bitten, dass wenn wir ja, das Gefühl haben, dass unsere Akkus leer sind oder dass die gerade dabei sind, bei 8-9% sind, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Ohren aufmachst und uns darauf vorbereitest, was du uns durch Matthias sagen willst. Ich möchte dich bitten, dass du Matthias segnest, dass du ihn ganz ruhig machst und ihn wirklich nutzt, um in unsere Herzen zu sprechen. Amen. Ja, jeder von uns kennt das Gefühl, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Mein Akku ist fast leer, der fängt schon an zu blinken und ich brauche einfach neue Kraft. Und ich frage mich, wie soll ich wieder auftanken? Wie kann ich neue Kraft tanken? Es gibt solche Zeiten in unserem Leben, da sind wir völlig ausgelaugt und wir fragen uns, wie wir das alles schaffen sollen. Auch ich kenne solche Zeiten in meinem Leben. Ich komme manchmal an einen Punkt, da denke ich, wie soll ich die ganze Woche so bewältigen, das alles, was so vor mir liegt? Wie soll ich das alles schaffen? Woher nehme ich die Kraft, das alles, was da so jetzt auf mich zukommt? Aber ich kann euch beruhigen, es ist nichts Ungewöhnliches, sondern es ist völlig normal, dass wir manchmal keine Kraft haben. In Jesaja 40, Vers 13, da steht, selbst Junge werden müde und matt. Also selbst junge Menschen, die können völlig zusammenbrechen. Und auch Jesus wurde müde, der musste sich ausruhen, der musste sich zurückziehen. Also es ist völlig normal, wenn wir einfach mal müde werden und uns die Kraft ausgeht. Und deshalb hat Gott Pausen geschaffen. Der hat sich die Pausen erdacht und der ist der Erfinder von Ruhe und Pausen. Also bereits in der Schöpfung hat ja Gott schon daran gedacht, dass wir Ruhe brauchen. Unser Körper braucht das, diese Ruhen und die Pausen, aber auch unser innerer Mensch, der braucht Ruhe und Pausen. Ich merke das persönlich gerade, wenn so ein Urlaub ansteht, dass so kurz vorher wie die Kraft ausgeht. Und dies Jahr war es so, wir hatten im Mai Urlaub geplant und dann mussten wir wegen dieser Reisebeschränkung den Urlaub auf September verschieben. Das war eine richtig lange Zeit und ich dachte, es wird nie September und es ging so richtig an die Reserven. Aber die Frage, die sich dann stellt, reicht das aus, diese Pausen oder diesen Urlaub oder was immer ich unternehme, reicht das aus, reicht diese Kraft aus, die ich mir in dieser Zeit auftanke für das, was danach kommt, was in den nächsten Monaten danach auf mich zukommt? Und was tun wir, wenn es nicht genug ist? Dann haben wir ein Problem, oder? Und deshalb wollen wir uns das Thema mal genau ansehen heute. Einfach mal, was tun wir, wenn der Akku leer ist und wir zwischendurch einfach gar nicht die Zeit haben zum Auftanken oder für eine Pause oder um einfach mal zu regenerieren. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Epheser 3.
Und die Verse hören sich am ersten Blick ziemlich kompliziert an, aber wir werden die so ein bisschen Stück für Stück durchgehen und dann sehen, was die uns zu sagen haben. Epheser 3, und zwar ab Vers 15. Er, und damit ist Gott gemeint, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich möchte heute drei Fragen mit euch ansehen und wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Es sind drei Fragen. Einmal, woher kommt die Kraft? Wie können wir sie bekommen? Und was macht diese Kraft eigentlich so besonders? Wir starten jetzt mit der ersten Frage. Woher kommt die Kraft? Und die Antwort finden wir direkt im ersten Vers. Da steht, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Er gebe euch Kraft. Also woher kommt die Kraft? Hier ist von Gott die Rede. Und ich glaube, wenn wir diesen Grundgedanken nicht verinnerlicht haben, dass Gott die Quelle unserer Kraft ist, dann kann es passieren, dass wir irgendwann in der Ecke liegen und dass wir denken, warum bin ich so fertig? Ich habe doch so viele verschiedene Quellen angezapft. Ich habe so viel dafür getan, meinen Akku aufzuladen, aber ich bin einfach total fertig. Um diese Gedanken etwas besser zu verdeutlichen, habe ich mal so eine Steckerleiste mitgebracht. Das kennt ihr alle aus dem Haushalt, hat jeder, glaube ich, zu Hause so ein Teil. Und wir haben so ein Ding bei uns im Wohnzimmer. Und ich zeige euch das mal. Nicht auf den Kabelsalat gucken, also es klappt trotzdem. Ich will den Fernseher anmachen und der klappt nicht, der bleibt dunkel. Dann denke ich, okay, ich gehe da drunter und ziehe diese Steckerleiste raus und ich prüfe, ob alle Stecker richtig drin sitzen. Die sitzen alle drin. Aber der Fernseher geht immer noch nicht an. Dann denke ich, okay, woher kommt der Strom? Der kommt ja gar nicht aus dieser Steckerleiste. Der Strom, der kommt aus der Steckdose. Und dann entdecke ich das da. Ich glaube, da fehlt was. Das kann ja nicht funktionieren. Wahrscheinlich hat irgendjemand aus Versehen den Stecker aus der Dose gezogen und damit ist die Verbindung zur eigentlichen Energiequelle, die ist weg gewesen. Und der Fernseher konnte nicht laufen. Und ich glaube, genau das ist das Prinzip, von dem wir hier lesen. Wir müssen die Quelle kennen. Wir wollen auftanken, wir brauchen eine Pause und so nehmen wir dann die verschiedenen Ladegeräte unseres Lebens. So, ich möchte mal versuchen, das Leben mit so einer Steckerleiste zu vergleichen. Wir wollen auftanken, wir brauchen eine Pause und dann nehmen wir die verschiedenen Ladegeräte unseres Lebens. So, wir haben zum Beispiel den Sommerurlaub. Den nehmen wir mal, den stecken wir ein, das ist ein ganz großes Ladegerät, so ein ganz starkes Netzteil. Dann haben wir ein zweites Ladegerät, dann nehmen wir das mal hier, das sind vielleicht unsere Hobbys, wo wir auftanken. Dann dürfen wir den Sonntag natürlich nicht vergessen, wir sind ja fromm und haben den Ruhetag, auch dafür nehmen wir ein Ladegerät, stecken das ein. Was haben wir noch? Manche tanken mit Projekten auf. Endlich mal den Baum im Garten fällen, der schon 3 Jahre lang weg sollte. Oder vielleicht den Gartenteich bauen. Und dann fühlen wir uns besser. Und dafür nehmen wir auch ein Ladegerät. Ja, und es gibt auch Menschen, die tanken auf in Gemeinschaft mit anderen Freunden, bei gutem Essen, mit der Familie vielleicht. Und auch das ist ein Ladegerät. Alles super Sachen. Alles Sachen, die Gott uns letztendlich geschenkt hat. Wir lesen ja in dem Bibeltext, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Also ein Geschenk aus seinem Reichtum raus. Aber die Kraftquelle ist das nicht. Wenn ich jetzt hier mein Handy dran anschließe, dann passiert überhaupt gar nichts, weil der Stecker nicht in der Steckdose steckt.
Also wir können sagen, die Kraftquelle, die Quelle kennen wir jetzt. Nicht die Steckerleiste mit den Ladegeräten, also nicht unsere Pausen und Regenerationszeiten bringen die Kraft, sondern Gott selber. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie können wir die Kraft bekommen, wie können wir sie anzapfen? Und auch hier finden wir in dem Text in der Bibel eine Antwort. Ich lese das nochmal. Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Also hier werden zwei Dinge genannt, wie wir die Kraftquelle anzapfen können. Erstens der Geist Gottes und zweitens der Glaube. Ich bleibe mal bei dem Beispiel mit der Steckerleiste. Der Geist Gottes, der schafft Verbindung zu Gott. Jesus ist von der Erde weggegangen und hat gesagt, es ist okay, wenn ich gehe, denn ich lasse euch meinen Heiligen Geist, den Heiligen Geist hier. Und durch den Heiligen Geist seid ihr mit mir verbunden. Das heißt, wir können den Geist Gottes mit diesem Kabel hier vergleichen. Also nur ein Beispiel. Dieses Kabel hat das Potenzial, uns mit Gott zu verbinden, also mit der Kraftquelle. Das ist die eine Komponente. Das zweite, was wir hier gelesen haben, aufgrund des Glaubens. Wenn ich darauf vertraue, dass in dieser Steckdose Strom ist da unten, dann könnte ich den Stecker jetzt da einstecken und dann hätte ich auf allen Ladegeräten Energie. Und genauso ist es mit dem Vertrauen zu Gott. Gott ist meine Quelle. Ich möchte mich im Glauben mit ihm verbinden. Im Vertrauen komme ich zu ihm und stecke an bei ihm. Und dann passiert etwas. Also wir sehen, es ist zu wenig, wenn wir nur wissen, woher die Kraft kommt, sondern wir müssen auch wissen, wie kann ich sie bekommen? Wie kann ich die Kraftquelle zu meiner Kraftquelle machen? Und wenn ich in mein Leben reinsehe, dann stelle ich auch fest, es fällt mir manchmal leichter darauf zu vertrauen, dass mich dieser Urlaub mehr regeneriert, als dieses bewusste Ausrichten auf Gott. Und es passiert immer wieder, dass wir Geschenke, die er uns gibt, dass wir die verwechseln mit dem, der uns die Geschenke überbringt. Mit dem, der die Quelle ist. Aber nicht falsch verstehen, es heißt ja nicht, dass wenn wir Christen sind, dass wir keine Pausen, keinen Urlaub, keine Erholung brauchen. Das wäre falsch, natürlich brauchen wir das. Wir brauchen Urlaub, wir brauchen eine Pause. Aber Urlaub und diese Pausen, es ist nicht die ultimative Energiequelle, sondern es ist ein Geschenk, was wir empfangen dürfen. Jetzt wissen wir, wo die Quelle ist und wir wissen auch, wie wir uns mit ihr verbinden können. Kommen wir zur dritten Frage. Was macht diese Kraft so besonders? Vielleicht vorher zur Erklärung. Die Kraft, die Gott uns gibt, das ist keine physische Kraft. Paulus spricht hier von einer inneren Kraft, einer Emotionskraft. Und diese Kraft in uns ist Liebe. Und wenn wir uns diese Verse mal genau ansehen, darüber nachdenken, dann stellen wir fest, dass diese Kraft, das ist Liebe. Ich möchte es nochmal lesen. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Hier geht es um Liebe. Wenn wir Gottes Liebe zu uns verstehen, also wenn wir die Liebe verstehen, mit der Gott uns liebt, dann werden wir mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden. Und darum geht es doch. Mit der ganzen Fülle, das wollen wir doch. Wir wollen doch diese Kraft. Das hört sich nach einem vollen Akku an. Aber was will der Paulus uns mit diesen komplizierten Sätzen wohl sagen? Im Grunde sagt er nur, Leute, die Kraft Gottes, das, was alles verändert, ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist offenbart worden in Jesus Christus. Das heißt, wenn wir eine Verbindung haben durch den Heiligen Geist, dann wird diese Kraft in uns konkret. Und wenn wir uns dann bewusst machen, wie sehr Jesus mich liebt, und zwar so sehr, dass er sein Leben für mich hingegeben hat, dann erfüllt mich das mit Kraft. Allein dieser Gedanke, dass wir wertvoll sind für Gott, erfüllt mich mit Kraft.
Jesus hat das bewiesen am Kreuz, weil er sein Leben hingegeben hat. Und wenn man darüber nachdenkt, dann fängt man an zu begreifen, dieser Gott, der mich lieb hat, der gönnt mir auch Dinge. Der gönnt mir einen Urlaub und auch eine Auszeit. Aber ich weiß, das ist es nicht, was mir die Kraft schenkt, sondern Gott ist die Quelle der Kraft. Gott ist die Quelle der Liebe und der ultimativen Kraft in mir. Ich will das mal noch ein bisschen verdeutlichen an zwei Beispielen. Stell dir mal vor, vielleicht kennst du das, du bist innerlich so richtig müde und kaputt. Und da ist eine Person, die du so richtig lieb hast. Und diese Person, die braucht Hilfe. Und wenn du diese Person wirklich liebst, dann hast du auch die Kraft dazu, dieser Person zu helfen. Und das ist Kraft, die aus Liebe entsteht. Oder vielleicht ist es so, es geht alles den Bach runter. Du hast deine Arbeit verloren, es ist eine Krankheit, die plagt dich seit langer Zeit. Und wenn dann jemand da ist, der dich liebt, der dich in den Arm nimmt und der sagt zu dir, ich stehe das mit dir durch, ich habe dich lieb, das gibt uns eine innere Kraft und wir können wieder nach vorne gucken. Andererseits kannst du körperlich total fit sein und jung und dynamisch, aber wenn innerlich, emotional einfach gar nichts da ist, also wenn die Liebe dazu fehlt, irgendetwas zu tun, dann bringt dir der fitste Körper nichts, weil das Entscheidende fehlt. Und von dieser Kraft spricht der Paulus hier. Er meint hier eine innere Kraft, die ganz anders ist, als wir manchmal denken. Dass ihr durch seinen Geist innere Kraft und Stärke bekommt, schreibt er. Oder dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest verwurzelt seid. Das sind innere Vorgänge, aber die sind so stark, dass sie uns kräftigen und das Potenzial haben, uns neu wieder zu erfüllen. Also Gott möchte dich mit seiner Kraft beschenken und diese Kraft wird sichtbar in Jesus. Sie wird sichtbar, wenn du auf Jesus schaust. Und wenn ich mir bewusst mache, Gott liebt mich, dann verändert dieser eine Satz mein und dein Herz. Und dann kann ich weitergehen und kann nach vorne gucken. Vielleicht sind einige hier, die sind müde. Vielleicht bist du auch müde. Aber du bist müde in erster Linie, weil du dir selber nichts gönnen kannst. Es gibt solche Menschen und vielleicht sind es gar nicht so wenige. Aber wenn Jesus in diese Situation hineinkommt und er dir zeigt, ich liebe dich und du bist wertvoll, ich gönne dir was, gönn du dir doch auch was, dann gelingt es vielleicht, dass du dir diese Auszeit oder das schöne Abendessen gönnst und es genießen kannst. Ich kenne das aus meinem Leben, ich bin manchmal so unter Strom, dass ich mir solche Auszeiten, ein schönes Abendessen meiner Frau, gar nicht so genießen kann. Und wenn ich mir dann aber bewusst mache, jetzt gönnt mir Gott ganz bewusst diese Zeit der Regeneration und der Ruhe, weil er mich liebt, dann kann ich es auch gut genießen. Ich möchte mal zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Gott ist die Quelle, durch den Geist und den Glauben sind wir verbunden und die Kraft der Liebe macht den Unterschied. Und Gott wird uns zeigen, was konkret dran ist. Vielleicht müssen wir mal ein wenig entrümpeln. Vielleicht haben wir einfach zu viele Ladegeräte, zu viele Sachen hier eingesteckt. Und je mehr Ladegeräte hier drin sind, desto besser kann ich regenerieren und mich erholen. Aber vielleicht ist gerade nur eine Sache dran. Oft glauben wir auch, dass uns irgendetwas auftankt, aber letztendlich laugt es nur noch mehr aus. Jesus möchte uns zeigen, was wirklich dran ist. Vielleicht kennt ihr den Werbespruch von Hornbach, es gibt immer was zu tun. Und oft glauben wir, wenn wir was tun, dann kommen wir zur Ruhe und dabei brennen wir aus. Und wenn wir die Liebe Gottes zu uns erkennen, dann hilft es das auch, dass wir anderen etwas gönnen und dass wir anderen helfen, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte mit einem Appell schließen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann mache ich dir Mut, diese Prinzipien zu berücksichtigen. Aber vor allem einzig zu verwechseln, dass wir unser Vertrauen nicht auf die Pausen setzen, sondern auf Gott, der uns die Pausen schenkt. Und wenn du noch nicht Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du mit Jesus noch gar nicht so viel anfangen kannst, dann möchte ich dir Folgendes zusprechen, was er gesagt hat. Das sind aus Matthäus 28 Worte Jesu an dich. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte mit Gebet noch schließen. Jesus, wir möchten dir danken, dass du die Kraftquelle bist. Dass du unendlich viel Kraft hast und dass du diese Kraft schenken möchtest. Wir möchten dir danken, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, durch den wir diese Kraftquelle anzapfen können.
Danke, dass diese Kraft unendlich da ist und dass sie immer ausreicht für das, was wir vorhaben. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns so wertschätzt, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Und wir möchten dich bitten, dass wir diese Liebe, dass wir sie besser verstehen, dass wir sie begreifen in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe, in ihrer Breite für unser Leben und dass diese Liebe in unserem Leben zum Ausdruck kommt und zur Wirkung kommt. Und wenn jemand vielleicht hier ist, der online zuschaut oder der hier im Raum ist, der Jesus in sein Leben noch nicht aufgenommen hat und der vielleicht nochmal ganz, ganz neu mit Jesus anfangen möchte, dann kannst du jetzt mit mir zusammen beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Dass du für meine Sünde, für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich empfange Vergebung von dir. Ich komme zurück zum Vater, zur Quelle. Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Geh mit mir ab diesem Tag, sei du der, der mir zeigt, wie sehr ich geliebt bin. Amen. Bei Gott können wir die Kraft empfangen, die wir brauchen, wenn unser Akku leer ist. Danke, Matthias, für deine Predigt. Ich glaube, dass jeder von uns da was mitnehmen konnte. Danke auch für die Lieder, die ihr gesungen habt für uns, die da total reingepasst haben. Und ich dachte gerade beim Abendmahl, ich habe so ein bisschen beobachtet, wie wir das Abendmahl eingenommen haben. Manche haben die Masken runtergezogen, um das Brot und den Wein zu sich zu nehmen. Andere haben es hochgezogen. Und ich glaube, manchmal sind unsere Wege zu Gott auch unterschiedlich. Und das Ergebnis ist doch das Gleiche. Ich glaube, dass wir manchmal rausfinden müssen, wie wir Gottes Nähe finden können, was uns gut tut, wo wir bei Gott wirklich Kraft tanken können. Manchmal sind das Lobpreislieder, die wir anhören und mitsingen im Auto vielleicht. Vielleicht ist es Gebet, vielleicht, wenn du in der Bibel liest. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich deinen Weg zu Gott zu suchen und rauszufinden, ja, wie er dir wirklich begegnen kann.